Leute. Und willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist Melinda wieder am Start. Das allererste Mal auf meinem Kanal gibt es ein Haul mit ihr zusammen. Ich weiß nicht, wie das laufen wird, aber wir werden es versuchen, ne? Ja. Wie immer zeige ich euch als allererstes die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe und danach die Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Aber ich will wieder vorab sagen, alle Sachen habe ich lediglich zugeschickt bekommen. Ich kriege kein Geld dafür, gar nichts. Was soll ich noch sagen? Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich jetzt vergessen. Soundeffekt. Das ist ein richtig großer Collective Haul. Also es ist wirklich von allem ist etwas dabei heute. Von wirklich allem. Okay, wir starten als allererstes mit Daniel Wellington. Was ist Daniel Wellington? Die Uhren. Jo. Die allererste Verpackung und auch eigentlich schon die krasseste ist dieses Geschenkset. Also ich finde die Verpackung übertrieben schön. Die lässt sich hier einmal öffnen. Da war nämlich dann einmal dieser Karton hier drin. Und das ist wie gesagt ein Geschenkset. Ich weiß nicht, ob es die zurzeit noch zu haben gibt. Auf jeden Fall war hier dann einmal diese wunderschöne Uhr hier drin. Das ist auch mein absoluter Favorite. Das ist einmal die Uhr in Gold. Ich finde die unfassbar schön. Die hat auch so goldene Details. Und das Armband ist halt komplett weiß, was ich extrem schön finde. Die kann man eigentlich gefühlt zu allem anziehen. Und dazu gab es halt noch ein Armband. Das kannst du jetzt zeigen. Das ist eben auch in Gold. Und dann hat das da einmal Daniel Wellington Gravur drin. Auch jetzt zu Weihnachten. Also ist Weihnachten steht ja vor der Tür. Kann man auf jeden Fall... Kann man auf jeden Fall gut verschenken. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, den ich gerade natürlich nicht weiß. Mit meinem Rabattcode erika.yt könnt ihr 15% sparen, was natürlich eine super Sache ist. Dann habe ich noch eine zweite Uhr bekommen. Und zwar ist das die einmal in Silber. So, auf jeden Fall, das Ziffernblatt ist halt komplett Silber und das Armband ist dasselbe wie eben, bloß in Braun. Und dann durfte ich mir auch noch zwei Wechselarmbänder aussuchen, was auch, finde ich, extrem praktisch ist, weil ihr dann nochmal eben eure ursprüngliche Uhr habt, aber das ganze Aussehen nochmal variieren könnt. Einmal das Weiße. Genau. Das kann man nämlich dann kombinieren mit der Uhr von eben, wo das Ziffernblatt Silber ist. Das Wechselarmband ist einmal ein komplett anderes. Ihr seht, das Material ist ein ganz anderes. Es ist schwarz, dünner. Und die Schnalle ist auch wieder in Gold. Das war meine Ausbeute von Daniel Wellington. Ich trage die Uhren und auch das Armband sogar extrem gerne, weil es einfach zu allem gut aussieht und jedes Outfit aufwertet. Es sieht einfach top aus. Und ich finde vor allen Dingen die Verpackungen so übertrieben schön. Und zwar habe ich von einer Schmuckfirma, also von einer Schmuckmarke, diesen Schmuck hier geschenkt bekommen und ich kannte die Marke vorher gar nicht und ich komme mal näher ran und zeige euch das. Wir haben hier einmal diese schöne Weltkette und übrigens ist die Gründerin von Louis Lou, also die Luisa, auch die Erfinderin von dieser Kette. Ihr seht die Kette wirklich überall, aber sie war eigentlich die, die ursprünglich die Kette erfunden hat. Und ich kombiniere die mit dieser Kette hier, also es sind zwei verschiedene, die ich wirklich extrem schön finde. Je nachdem, wann ich das Video poste, weiß ich noch nicht, welchen Rabattcode ich dafür habe, aber das blende ich euch einmal ein. Und für solche Kooperationen ist es immer besser, wenn ihr mir auf Instagram folgt, weil da poste ich immer sofort so Rabattcodes und sowas. Der Schmuck von denen besteht aus echtem Silber und die goldenen Teile sind eben vergoldet, aber drunter ist Silber und kein Messing oder so, also es ist eine sehr, sehr gute Qualität und die sehen halt auch extrem schön aus. Hier die Ketten gibt es übrigens auch in Silber und in Gold. Und halt Rose Gold, wie ich es habe. Ich finde Rose Gold einfach übertrieben schön. Aber wir gehen jetzt weiter zu einem Online-Shop. Der nennt sich New Chick. Das allererste Teil ist diese schöne Klatsch. Also kann man gut zum Feiern mitnehmen. Ist rosa, also sehr, sehr auffällig. Aber ich finde die extrem schön. Also ich finde die auch von der Qualität her, die Sachen sehr, sehr gut. Dann habe ich mir eine Hose bestellt, die mir leider nicht passt. Das ist sehr, sehr traurig. Die Hose sieht einmal so aus. Genau, zeig die mal. Ich kann euch die leider nicht angezogen zeigen, aber es wird auch kein Try-on-Haul. Aber es ist so ein relativ leichter Stoff. Und übrigens, ich vergeise Melinda nicht. Sie macht das alles von sich aus. ist halt ein leichter Stoff. Unten ist es hier schön, so ein schöner, enger Bund. Und hat auch so eine schöne Farbe. Und zusätzlich ist hier noch einmal so eine Kette dran, die jetzt qualitativ nicht so hochwertig ist. Die tut man sich dann hier irgendwo so ans Bein dran. Aber finde ich an sich echt cool. Aber wie gesagt, leider passt mir die Hose nicht. Ich bin zu fett. Ja, passiert. Das nächste Teil ist dieser Cardigan hier. Ist ein richtig schönes Material, also schön weich auf jeden Fall. Hat hier Täschchen, also auch mir geht der bis zu den Knien. Bei ihr geht es einfach bis zum Boden. Hier an den Ärmeln hat er hier so ein richtig schönes gesticktes Muster, beziehungsweise gestricktes. Ich mag die Farbe, ich mag den Stoff. Dann habe ich mir ein paar Schuhe bestellt. Das sind einmal die.
sind schwarze Stiefelchen mit so einem paar Nieten. Ja, ich habe die auch schon auf Instagram getragen, auf einem Bild. Ich denke, man sieht die auch auf dem Bild. Auf dem Bild, wovon ich nämlich spreche, habe ich nämlich diese Tasche hier auch angehabt. Das ist so eine typische durchsichtige Tasche. Viele finden das hässlich, aber ich finde das schön. Also wenn man jetzt da drin nicht den größten Chaos seines Lebens veranstaltet, finde ich das irgendwie cool. Und dazu hatte ich halt eben noch diese Tasche hier. So, und diese Tasche habe ich dann eben da reingepackt, weil dann kann man hier seinen ganzen Schrott reintun. Und dann ist es nicht so unordentlich. Die Tasche hat dann auch noch einen Henkel. Ich glaube, es gehört zu der Tasche. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich verlinke euch alle Produkte in der Infobox. Dann werdet ihr das eh sehen, ob das zusammengehört oder nicht. Dann eine Tasche, in die sich Melinda extrem verliebt hat. Die Bestellung kam an und Melinda hatte nur noch diese Tasche in der Hand die ganze Zeit. So, also erstmal die Farbe ist extrem schön, wie ihr seht. Und innen, das Innenleben sieht einmal so aus. Also da passt auf jeden Fall einiges rein. Ist so eine mittlere Größe, würde ich sagen. Und ich finde einfach die Farbe extrem schön. Wenn ihr diese Tasche tragt, zu einer weißen Hose im Frühling oder so, sieht das wahrscheinlich extrem gut aus. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also ich habe das erste Mal dort bestellt und ich kann mich nicht beklagen. Ich finde eigentlich, die Sachen gehen echt cool. Den Absatz finde ich echt cool. Der nächste Online-Shop ist Shein. Da habe ich mir auch ein paar Sachen aussuchen dürfen. Und ich beginne sofort mit dem ersten Teil. Und das ist einmal dieses Oberteil. Auch das kann ich euch nicht angezogen zeigen, weil ich das absolut nicht tragen kann. Ich glaube, das kann man echt nur tragen, wenn man entweder wirklich den perfekten BH hat oder gemachte Brüste. So sieht das so übertrieben schön aus, aber halt wegen dem Ausschnitt so. Ich weiß nicht, wie ich das tragen soll. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Dieses weiße Pullover. Hat hier noch so ein Täschchen. Ist richtig, richtig flauschig. Ein bisschen cropped. Den hattest du eben an. Ja, den hatte ich eben in unserem Video an. Das ist quasi ein ganz normales Basic-Oberteil, was man dann unten nochmal schnüren kann. Ansonsten nichts Besonderes an dem Oberteil. Jo. Kann man immer zu allem tragen. Das ist definitiv mein liebstes Teil aus der Shein-Bestellung. Ich finde diesen Pulli so übertrieben krass. Diesen Pullover habe ich auch schon in einem Video getragen und schon öfter auf Instagram. Da wurde ich auch schon oft gefragt, von wo dieser Pulli ist. Und hier hat er halt diesen großen Reißverschluss, den ich auch gerne mal bis nach oben zuziehe, was ich halt voll schön finde. Ich weiß nicht, ich finde den Pulli übertrieben heftig. Vor allen Dingen, ich hätte mir fast bei Junkyard, also ich durfte mir bei Junkyard auch wieder Sachen aussuchen und ich hätte mir da fast Schuhe bestellt, die so übertrieben geil dazu gepasst hätten, aber die sind leider ausverkauft. Nein, ich durfte mir die ja aussuchen. So teuer. Nee, die waren ausverkauft leider. Die waren auch weiß, dunkelrot und rosa. Es ist so traurig. Ja. Kann man nichts machen. Vielleicht finde ich die ja noch woanders. Oder wenn ihr die seht, also es sind übrigens NMDs gewesen. Wenn ihr die irgendwo seht, in dieser Farbkombination NMDs, dann sagt mir Bescheid, ich brauche die. Dieser Pullover hier. Leider war mein Akku gerade leer und inzwischen sind auch schon 2 bis 3 Stunden vergangen. Melinda ist mittlerweile zu Hause und der Rest des Hauls geht leider ohne sie weiter. Aber hinterlasst mir auf jeden Fall meinen Daumen nach oben da. Falls ihr wollt, dass Melinda öfter bei so random Videos einfach dabei ist und einfach mitmacht. Und schreibt es mir auch nochmal in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Was ich eben vergessen habe bei New Chic zu zeigen, sind diese Tabachki. Das sind meine derzeitigen Tabachki und die kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil die sind super. Die sind halt extrem so weich. Ich finde auch die von der Qualität her echt gut. Ist halt Gold. Ich habe mir auch... Ah ja, genau. Ich habe mir noch ein T-Shirt bestellt, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ah, hier ist es doch. Und da habe ich halt überlegt, das dazu anzuziehen. Ich habe mir das extra in einer großen Größe bestellt. Ich glaube XL. Aber das ist viel zu kurz. Das ist einfach so ein schwarzes Oberteil. Hinten ist es eigentlich lang genug, aber vorne nicht. Aber wenn ich eins finde, was noch länger ist, dann kann man das auf jeden Fall damit tragen. Das war ja jetzt extrem Trend, aber jetzt ist es sehr kälter geworden. Sprich, jetzt können wir das nicht mehr unbedingt tragen, aber... Ja, fand ich auf jeden Fall cool. Ist auch meine erste Bauchtasche. Genau, wir waren bei diesem Pullover hier stehen geblieben von Shein. Habe ich einmal bei Juno gestreamt und dann sagt irgendjemand, weil man hat halt nur so obenrum gesehen, dann hat irgend so ein, keine Ahnung, x-beliebiger Typ geschrieben, ist das Kleid aus dem Bioladen? Ich konnte nicht mehr, ich habe mich so besickt. Also man könnte echt meinen, also so... Keine Ahnung, sieht halt einfach aus wie so ein Pyjama-mäßig, aber diese Spitze wertet das halt nochmal auf. Und ich finde, wenn man es richtig kombiniert, ich habe eine Hose, dazu sieht es richtig, richtig gut aus. Wenn man das dann vorne noch so in die Hose steckt, kann man nichts gegen sagen. Also dann finde ich, sieht es auf jeden Fall geil aus. Also jetzt nur so, sieht es echt aus wie so ein Lumpen, aber das richtige Kombinieren macht es wie immer aus.
Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich mir selber in letzter Zeit so gekauft habe. Als allererstes habe ich mir mal Schmuck gekauft. Also ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht so der Schmucktyp, deswegen ist das halt voll untypisch. Aber das Geile ist halt, diese Ketten kannst du immer tragen. Das ist wirklich perfekt für mich, weil ich viel zu faul bin, immer Schmuck an- und auszuziehen. So, man sieht es allein daran, ich habe mir diese Ohrringe hier gekauft vom H&M. Und seit ich die getragen habe, habe ich keine anderen Ohrringe mehr reingetan, weil ich einfach viel zu faul bin. Auf jeden Fall finde ich diese Ohrringe sehr, sehr schön, aber auch voll untypisch für mich eigentlich. Die sehen so aus. Also die sind quasi, oben haben die so ein Karo und unten gehen die dann so lang runter. Ich brauchte das für einen schickeren Anlass. Und dann habe ich mir dort im Sale eine Kette gekauft. Die ist halt ganz, ganz, ganz dezent. Die hat hier so einen Anhänger. Und Leute, ratet mal, wie viel diese Kette gekostet hat. Also sie ist halt wirklich sehr, sehr, sehr filigran. Die hat einfach 50 Cent gekostet. 50 Cent! Kann nicht alles so günstig sein, dann würde ich mir viel öfter solche Sachen kaufen. Dann war ich bei Rossmann und habe mir einmal diese Rival de Louvre Eyebrow Pomade gekauft. Fokussier doch, du Sau! Das ist mittlerweile meine zweite und ihr fragt mich halt sehr, sehr oft, womit ich meine Augenbrauen mache. Das ist immer die. Ich bin mit der super zufrieden. Ebenfalls für den schicken Anlass habe ich mir eine neue Tasche gekauft, die ich auch so, so übertrieben schön finde. Mit der war ich jetzt auch letztens feiern. Auf jeden Fall handelt es sich um diese Tasche hier. Das ist auch eine Klatsch, die aber ein bisschen größer ist. Und die ist komplett weich. Also der Stoff ist sehr, sehr weich. Und drinnen sieht die einfach nur so aus. Was habe ich hier überhaupt noch drin? Und die hat auch nochmal so einen Henkel. Also man kann die sich auch nochmal ganz normal so um die Schulter hängen. Und auch die hat nur 9 Euro bei C&A gekostet. Ich musste sie einfach mitnehmen. Ich finde sie so schön. Dann war ich in Zara und ich habe mir tatsächlich meine allerersten Teile vom Zara gekauft und dann gleich ein ganzes Outfit. Ich habe auch auf Insta eine Abstimmung gemacht und irgendwie gefühlt 90%, also so viel jetzt auch nicht, aber sehr, sehr viele Leute fanden das Kleid extrem hässlich. Aber ich fand es schön und ich wollte es auch dringend zu diesem besonderen Anlass anziehen, aber letztendlich konnte ich es nicht, weil, erzähle ich euch gleich erstmal, das Kleid ist quasi so ein Hemdkleid. Auf jeden Fall zieht man das quasi wie ein Hemd an, aber es geht einfach bis zu den Knien. In dieser krassen Farbe, aber ich denke mal, dann werde ich es an Silvester anziehen, weil ich möchte es definitiv anziehen. Weil ich finde, es ist mal was anderes. Es ist irgendwie cool. Zu diesem Kleidchen habe ich mir noch einen Gürtel gekauft. Das ist einfach eigentlich so ein schlichter, schwarzer Gürtel. Und im Endeffekt denke ich mir so, ich bin so dumm, warum habe ich so viel Geld für diesen Gürtel ausgegeben? Weil der hat 20 Euro gekostet und das ist ein stinknormaler Gürtel, aber nun gut. Und neue Heels, und zwar diese hier. Wie gesagt, es sollte halt ein richtig besonderer Anlass sein. Und da habe ich mir halt diese Schuhe hier mitgenommen. Die haben halt so ein bisschen anderes Material, würde ich mal sagen. Weil ich habe die halt schon mal, aber in extrem Lackoptik. Und die sind halt nicht so ganz. Und ich finde, die haben halt optisch total gut zu diesem Stoff hier gepasst. Deswegen habe ich die mir mitgenommen. Vor allen Dingen weiß ich nicht mehr, ob die mir überhaupt richtig gut gepasst haben. Ich habe es vergessen, weil eigentlich trage ich 36 und diesen 37. Und die haben 40 Euro gekostet. Ich bin noch am überlegen, die noch zurückzugeben, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich werde die niemals in meinem Leben anziehen. Das wollte ich eigentlich anziehen. Dann habe ich halt das Kleid schon angezogen gehabt, wollte dann gerade den Gürtel anziehen und das Preisetikett abschneiden. Ich hatte extra so eine Schere dabei, so eine Nagelschere und habe mir volle Kanne in meinen Finger geschnitten, aber so richtig vom Feinsten. Man sieht es sogar tatsächlich noch. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Aber es ist halt so ein richtiger Schnitt in meinem Finger. Und ich habe so richtig so ratsch reingeschnitten. Es hat so krass geblutet auf mein Kleid. Sieht man das? Von der Seite sieht man, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, da. Ich habe es mir einfach voll geblutet. Und ich denke mir so, dein Ernst, Alter. Letztendlich konnte ich es also nicht anziehen. Musste ein anderes Outfit anziehen. Aber das Kleid hat übrigens 40 Euro gekostet. Genauso wie die Schuhe. Alles von Zara. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich da was finde, weil ich habe da noch nie was gekauft. Dann schon ein bisschen länger her, aber trotzdem wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, habe ich mir diesen Rock hier gekauft. Ein Lederrock. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Rockkleidmensch oder was auch immer. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mir dieser Rock ist angetan. Ich habe den zum Geburtstag meiner Oma gekauft. Also auf den Geburtstag meiner Oma habe ich den dann auch angezogen mit einem Pullover, einer Strumpfhose. Ich glaube, der hat 20 Euro oder so gekostet und ich finde den so, so, so schön. Das Einzige, der hat halt hier einmal komplett diese Knopfleiste. Das heißt, wenn ein Vollidiot daran einmal zieht, dann steht ihr ohne Röckchen da. Dann war ich noch in einem Geschäft, welches sich Reserved nennt. Und habe mir da ebenfalls noch ein Kleid gekauft, weil ich habe mir halt so ein bisschen mehr Auswahl, sage ich mal, zugelegt. Für den Fall, dass, ne, ja. Da habe ich mir auch dieses Kleid mitgenommen. Das habe ich euch auch auf Insta gezeigt. Hat einmal so einen Rollkragen. Rollkragen, ja, hochgeschlossenen Kragen. Und auch dieses Samtmaterial. Boah, ich liebe
diesen Samtstoff und geht dann einfach straight, so ganz eng anliegend, runter. Ja, fand ich auch sehr schön, aber das ist halt eher wie so ein richtiges Partykleid, würde ich sagen. Und das hat auch nur 23 Euro gekostet, kann man nichts gegen sagen. Dann war ich in einem Intersport, ihr kennt den Laden bestimmt, also gibt es ganz viele verschiedene Intersport und dann immer irgendwelche anderen Nachnamen, keine Ahnung warum. Aber in einem Intersport hier bei uns war ich und habe dort zwei Oberteile von Nike gefunden, die ich richtig cool für den Sport fand. Das ist einmal das hier. So, eigentlich geht das halt ganz normal runter, aber ich habe es wie immer geknotet. Und es ist relativ durchsichtig, aber mit einem Sport-BH drunter kein Problem. Und ich finde das irgendwie voll schön, das ist auch voll luftig, leicht, bisschen längere Ärmel. Finde ich übertrieben chillig zum Sport. Und dann noch ein T-Shirt, in was sich sowohl Yasin als auch Alik übertrieben verliebt haben. So ist das das hier. Also ich meine, ich finde es auch richtig cool mit diesem Nike-Zeichen. Dann hier diese Schuhe runter. Das hat schon was, ne? Vor allen Dingen ist es halt so ein bisschen rosé. Ja, es ist auch, also es ist schon cool. Also sowas habe ich noch nie gesehen und ich finde es echt ziemlich nice. Wenn wir schon mal bei Sportklamotten sind. Ich habe eine sehr, sehr, sehr große Liebe zu NMD-Schuhen entdeckt. So, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden. Seit ich die von Junkyard bekommen habe, die grauen, sind es meine absoluten Lieblingsschuhe. Und deswegen habe ich mir noch ein paar mitgenommen. Ich würde mir am liebsten diese Schuhe in jeder Farbe kaufen, weil ich die so übertrieben krass feiere. Von der Optik und von der Bequemlichkeit. Und deswegen habe ich mir dieses Paar hier gekauft. Ich finde, das ist halt eine relativ besondere Farbe. Und eigentlich habe ich sie mir für den Sport gekauft, aber ich muss mal schauen, ob ich sie jetzt für den Sport trage oder generell. Weil ich weiß halt noch nicht, wie ich diese Schuhe kombinieren soll, aber ich finde die so schön. Ja, und die gab es runtergesetzt für nur noch 70 Euro statt 140. Wenn ihr solche Schuhe kauft, bestellt euch auf jeden Fall eine Größe größer. Danke. Boah, ich will diesen Schuh am liebsten auch noch in jeder Farbe. Und zu guter Letzt habe ich mir etwas gegönnt. Ich habe Black Friday wirklich gar nicht genutzt, also wirklich kein bisschen. Ich habe gar nichts bestellt, bis auf eine einzige Sache und das war voll der Zufall. Und zwar gab es in Angebot die JBL Box. Ich weiß gar nicht, ob das die standardmäßige Box ist, weil irgendwie ist die größer. Also ich weiß nicht, aber die kommt mir größer vor. Egal, auf jeden Fall ist das dieses Baby hier. Spielt 20 Stunden lang und ist wasserfest. Also ich finde es einfach so krass. Die Qualität ist ein Traum. Also wenn ich mal den Sound von meinem Auto mir anhöre oder von sämtlichen anderen Boxen, die ich bisher gehört habe, dahingegen ist die hier, das ist übertrieben heftig. Achso, die hat glaube ich statt 140 oder so nur noch 80 Euro gekostet. So, das war es jetzt auch schon von meinem Haul. Es war wirklich von allem etwas dabei. In dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben für mehr Hauls. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.